Einmal Hoffentlich hier erholen sich dahin. dann meine Frames auch ein bisschen. Ja, wir teilen euch jetzt gleich mal, lernen das Inventar hier lang. Wobei, nee, wir können. Ja, doch, 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 geht ja. Jetzt komischerweise ist hat Gary bei mir keinen Skin, quasi den Andi-Skin, und der Andi hat einen anderen Skin. Weil für hat Das ist Andi zum jetzt Beispiel. von mir einen Skin, der hat vorher keinen gehabt. So, einmal hier lang. Ja, hier sieht es noch ein bisschen unordentlich aus. So, willkommen zurück in der Halle. Tosen. Hey, meine Fans! Hey, Fellows! Woohoo! So, ihr dürft natürlich mal euren Platz teilnehmen da, bevor es gleich weitergeht. Ich sehe schon wieder Wasser. Nein, ihr müsst nicht bassern, oder Gary doch? sieht scheiße aus. Ja, warte mal. Er sieht immer noch schrecklich aus. Als würdest du besser aussehen. Ich sehe geil Schmalz aus. Okay, locker. dann habe ich mal nur mal so aus reiner Neugier eine kleine Zwischenfrage und nein, dafür gibt es keine Punkte. Wie groß ist ein Chunk? Und Chunk 64,64. Ich wollte eigentlich erst noch die Dinger vorlesen. Entschuldigung. 64 mal 64, ja! Ich hab den jetzt gebannt. Und ihr habt beide falsch gelegen. Ich Verdammt! gebe euch eine zweite Chance. Entschuldigung. A, ist es 8 mal 8 mal 8? Ist es B 10 mal 10 mal 256? Ist es C 16 mal 16 mal 256? Oder ist es D 8 mal 8 mal 500? Max? 16 mal 16 und das, was danach kam. Mal Ich weiß es nicht mehr. 256. Ja, das würde ich Ja. auch sagen. Ja, ist auch richtig. Wo guckt eigentlich der Gary hin? Hat er sich verliebt oder Oh so? ja, deine traumhafte Schmalzlocke. Du hast gerade ins Publikum da hinten geguckt. Bei mir. Was? Ja, das ist hey, sexy ladies. Und Who wieso wanted hat Garys Publikumstribüne da hinten so, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Da hinten, die hinterste Reihe ist irgendwie weg. me? Weil da ein Aufgang ist, weil man da hochlaufen kann. Ja, die ist bei mir nicht. Ja. Die sind bei Der den coolen Zuschauer hat Jungs. mehr Zuschauerplätze auf seiner Seite als bei mir, das sehe ich ja jetzt. Weil ich mehr Fans habe. Weil rote Liebe ist. So, machen wir jetzt mal weiter, oder meine Dazu Fans müsste man sagen, der Gary hat mehr Weiß und die Weißen gehören zu mir. So. aber der Andi sitzt hinter mir und spickt dann auf meinen Zettel hier, um den Gary Zeichen zu geben. So, okay. Wir kommen zu unserem siebten Spiel. Und auch das wurde wieder von dem Reini konzipiert. Wir gehen jetzt mal hin und er erklärt euch dann alles. Der Dann Andi hätten wir kann aber wirklich schlafen eher oder noch. kann gerne mitkommen, wenn er möchte. Ich werde mitkommen. Er möchte mitkommen. Ja, Dupdi. ihr habt es vielleicht schon bei dem Häuserbau. Wartet mal, sind noch nicht alle da? Macht das schnell. Oh. Ja, wir haben ja keine Zeit. Wir haben das Zeit ist keine Zeit. Geld. Gary Skill lenkt mich so ab. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben eine riesige Wasserrutsche hier aufgebaut. Ja, Ziel dieses Spiels ist es, von ganz oben da hinten die Wasserrutsche so schnell wie möglich hier runter zu rasen, und das mit einem Boot. Man hat im Inventar 9 Boote, weil diese Boote im Grunde, falls ihr an einer dieser Hindernisse drankommt, das Boot ja dagegen schmettern Also wird sagen wir es mal und so, kaputt gehen wird. der Gary hört jetzt mal auf, hier rumzuhüpfen, das nervt voll. Also sagen wir es mal so, im Training, ich habe es probiert und wir haben es beide probiert und sagen wir es mal so, wir sind nie heil unten angekommen. Also wir haben immer ein paar Boote verbraucht. Genau. Das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ein Boot kaputt geht, dass ihr direkt halt das nächste hinbaut und dann auch wieder einsteigt. Genau, also Und ihr dürft nicht im Wasser laufen. Geht mal bitte da runter. Wir haben hier neben einen Weg, da geht's gleich hoch. Bleibt einfach mal hier vorne stehen, bitte. vielleicht könnt ihr auch einmal mitkommen, einfach während Genau, ich das sehe. folgt mal dem Dann Reini. können wir schon mal hochlaufen. Das ist ein bisschen längerer Weg. Es wird eine Zeit gestoppt. Das heißt, wenn ihr unten angekommen seid und das mit Boot nicht runterlaufen, dann wird die Zeit gestoppt und ja, der schnellere Mann gewinnt. Ich weiß nicht, Schobel, wir hatten uns eigentlich geeinigt auf eine Runde. Wolltest du zu ein oder zwei Runden machen? Ich denke mal, eine Runde würde eigentlich reichen, meiner Ja Meinung gut, wir nach. wollten ja eine Testrunde machen, damit sie es einmal probieren können. Ja, ich. Oh, eine Runde. Max, was meinst Aber du? jetzt. Wir machen gleich richtig, oder?
Wenn ich jetzt an so, ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt an so einem Holzding da feststecke, ja, dann ist es egal, auf welcher Seite ich das Boot baue mit dem Holzding. Ich muss aber dann das Boot runterrollen. Genau, ja. Also wenn ihr jetzt an so einem Holzteil hier dagegen kommt. Bleib am besten oben, Max, du hast keine Rechte, du wirst nur umgehen. Ich wollte das bloß zeigen, was ich meine jetzt. So. Falls ihr hier dagegen schmettert, dürft ihr das Boot links oder rechts daneben aufstellen. Und aber nicht dahinter, hinter dem Stein, oder? Nee, hinter dem Stein wäre nicht so gut. Also wenn, dann daneben. Fahren wir gleich. Aber ich nein, ihr fährt... Einzeln. Einzel. Aber wenn ich jetzt festhänge, darf ich auf das Holz drauf, ich darf aber nur rechts und links da so ein Boot bauen, oder wie? Es wäre sogar sinnvoller, auf das Holz drauf zu gehen, dann ja. Ja, das ist euch überlassen. In den Tests war es auch möglich, auch wenn ihr im Wasser steht, da schnell das Boot auch einzusteigen. Also ihr dürft maximal noch nicht mal eine Sekunde im Wasser stehen. Also ihr dürft zwar stehen, aber sobald ihr euch bewegt, müsst ihr nach maximal einer Sekunde wieder in einem Boot sitzen. Ihr könnt schon mal euch 9 Boote hier rausholen. Da sind genügend drin in der Kiste. Aber ja, warte mal, dann lass erstmal, ich zähle, ja. Ach, bis unten die unterste Leiste voll ist. Genau. Genau. Okay, es fehlen genau 18 Boote. Ich gebe einen Tipp, ihr könnt natürlich von hier oben schon mal vielleicht euch einen Weg nach unten irgendwie ja, aussuchen, sag ich mal. Ich darf hier oben beginnen, wo ich will. Genau, ja. ihr könnt die volle Breite ausnutzen, die ihr nehmen wollt. Und ich muss unten am schnellsten sein. Ja. Wenn ich alle Boote verbraucht habe, bin ich Game Over. Also schon, wir machen nur einen Durchgang, ne? Ja, okay. Als Tipp auch mit dem Boot, ihr könnt das Boot auch lenken. Aber es ist recht schwierig, dieses zu lenken. Also ihr könnt es wahrscheinlich minimal lenken, indem ihr halt sozusagen in die jeweiligen Richtungen schaut. Ja? Und so könnt ihr mit dem Falter, also mit WSAD, könnt ihr dann im Grunde das Boot lenken. Aber das werdet ihr recht schnell herausfinden, ja? wie das Boot eigentlich steuert. Natürlich habt ihr auch die Schwierigkeit, dass hier im Grunde ein bisschen der Fluss nach unten läuft, dass ihr da ein bisschen Strom habt, ne? Speed mache ich mit W und mit halt A. Genau, richtig. Ja. Mit W dann natürlich nach vorne drücken. Mit Shift steigt ihr aus, aber das ist ja eigentlich. Genau. Also sagen wir es mal so, wenn ihr an so einen Holzklotz, hier kommt, seid ihr mit so 95% ist euer Boot kaputt, weil die Strömung schon stark ist. Weil ihr werdet ja auch immer schneller. Also ich bin selbst hier, an dem bin ich zweimal dran gestoßen beim Versuchen. Ich bin direkt immer, mein Boot kaputt. Also passt gut auf. Und ja. Vielleicht ist der schnellste Weg nicht der Siegerweg, sagen wir es mal so rum. Übrigens, wenn ihr an die Seiten kommt, ist euer Boot auch futsch. Genau. Steht hier unter Strom. Nee, das hat einfach unter den gleichen Effekt. Das hat einfach Strom. Den gleichen Effekt wie sozusagen die Hindernisse. Gary hat's verstanden. Ja. Ja, cool. Ich muss beginnen, was ich aber hier fies finde, weil der Gary dann sehen kann, das hat nicht funktioniert, das mache ich nicht. Dann geht der Gary einfach hier neben an die Seite, an die Treppe, dann sieht er nichts. Ich bin ja ein sehr beruhigt. So, das reicht schon. Gary, verschwinde. So, bist du bereit? Noch irgendwelche Fragen? Ja, was ist, wenn ich jetzt hier an der Wand beginnen will, dann muss die Kiste weg. Würdest du nicht machen, weil dein Boot dann kaputt wäre. Okay, 5, 4... Was, jetzt die Kiste weggemacht, oder was? Soll ich sie wegmachen? Ich kann sie auch wegmachen, wenn du willst. Aber es wird ja auch nichts so viel. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wie baue ich die Kiste? Wie gehe ich da rein in die Kiste? Rechts, du machst das. Oh, wie gehe ich denn in eine Kiste rein? Rechte Maustaste, okay, du kriegst noch einen. No, aber wie jetzt? Ich hab's geschafft. Ach so, ja lol. Ich hab einen Stock gekriegt. Ich kann kein Gefährt bauen. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann kein Ding bauen. Doch, das muss gehen. Das nein. Ging. Ja, ach, toll, hinter dem Ding.
Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich doch verarschen? Oh, was ist jetzt? Oh mein Gott, ey! Wir wollen dich doch verkacken! Ah! Oh, ich hab gesehen! Scheiße, du Scheiße! Ich wusste es nicht, nein, oh, meine ganzen Schiffe sind im. Oh mein Gott, ich glaube, er verbraucht alle. Ich hab es geschafft! Attacke! Oh, sehr gut. Schaubelzeit gestoppt, alles gut? Ja. Sehr gut. Okay, Gary. Moment, darf ich hier von der Seite gucken? Ja, aber nur von oben kannst du. Du kannst da mit runterlaufen. So, Gary, hast du dir eine Position schon ausgesucht? Ja. Okay. Gary, ich sag dir klein, der einfache Weg ist nicht einfach. Ich hab's, glaube ich, auch probiert. So, ich habe alles notiert, aufgeschrieben, notarisch begutachtet. Ich habe mir sehr viel Mühe mit dieser Wasserrutsche gegeben. Ich hoffe, ihr toleriert das. Nein! Er hat echt Stunden dran gesessen an dem Projekt, ey. Naja, Stunden. Und dann ist das Spiel in 10 Sekunden zu Ende. Ja, es ist halt, ja, das ist wie alles so im Leben, ja, geht alles los. Okay, Gary, wie schaut's aus? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, alles klar. 5. 4, rechte Maustaste gehst du rein, ne? Aber er kriegt hier noch hier Informationen. 3, 2, 1, go. Und er. Ah? Ey, nicht hinterher, das ist Schiss. Du musst. Ja, du kannst da bauen, oder? Boah. Das ist eh nur Beschiss hier. Siehst du, Gary, ich hab's dir gesagt. Ganz vorsichtig. Also, den Geschwindigkeitspreis gewinnst du nicht. Ja, Mann. Ich glaube, ich verliere das hier. Ah, was ist noch nicht gesagt hier? Oh. Noch nicht gesagt. Alter. Ich hatte ja voll die Probleme. Aber die hat er auch. Oha. Aber er schafft. Ich hab die Probleme hier, hatte Probleme, was zu bauen und so. So ein Kack. Okay, es wird sehr. Werden, würde ich sagen. Es wird wirklich, es könnte, wenn er jetzt noch. Nee, sag nix hier. Sag doch gar nichts. Oh! Jetzt hängt er fest. Gary, was machst du da? Mein Boot, was machst du da, Gary? Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, du. Oh, ich glaube, das ist eine knappe Sache jetzt gerade. Gut, Gary ist auch unten. Ja, Mann, das ist voll gehalten. Scheiße, hier. Irgendwie ist dieses eine Boot verbuggt. Ja. Das ist bei mir die ganze Zeit hin und her. Aber ich fahre jetzt gerade mal damit. Jetzt ist kaputt. Jetzt kaputt gegangen, okay. Ja. Bei mir ist es nämlich nicht kaputt gegangen. Bin ich weitergekommen, muss erstmal aussteigen wieder finden. Ja, das ist nicht so ganz einfach hier, ist die Sache. Herr Gerich, du wolltest auch an der Seite durch. Okay. Ja, Schaubel, dann sag mal hier, das ist jetzt ganz schön. Also, das war das 7. Spiel, das heißt, es gibt ganze 7 Punkte. Ach, da hab ich doch schon verloren hier. Nee. So, also, der Gerry hat eine Zeit. Von 1 Minute 15 und 95 Hundertstel. Geht's hier um Hundertstel oder was? Vielleicht. Der Max hat eine Gesamtzeit von 1 Minute 5 und 78 Hundertstel. Moment, ich hab 1,15 oder was, ne? Das heißt, Max hat gewonnen mit 11 Sekunden. Scheiße, nur weil also ich jetzt nicht so blöd angestellt hab, Mann. Ärgert mich das jetzt. 10, paar zerquetschte. Ah, nur weil ich hier am Schluss wegen diesem scheiß verbackten Boot, Mann! Ich hatte auch Probleme, ich konnte am Anfang gar nichts bauen. Oder nicht reingehen. Ja, sehr schön. Das heißt, Max geht wieder in Führung mit 17 zu 11, wenn ich das sehe. 17 zu 11, genau. Wir müssen echt alle Spiele spielen hier. Ich hoffe doch, ja.